Hallöchen, Leute, wir, und damit meine ich mich und den wundervoll geschätzten Kollegen Wollo U, heißen euch willkommen zu dem allerersten Video auf diesem brandneuen, wundervollen Kanal namens One on One. Willkommen, hallo. Leute. Das war eine gute Begrüßung. Ich freue mich, hier zu sein. Bevor wir anfangen, lasst mich mal kurz alles erklären, was wir auf dem Kanal hier machen, weil ist ja das erste Video. Wie ihr sicher schon seht, seht ihr zwei Bilder. Das bedeutet, damit wird es irgendwas auf sich haben. Und zwar hat das den Sinn, dass wir gegeneinander durch verschiedene Spiele rennen, in dem Fall Woll und ich, durch Sonic Adventure 2. Und derjenige, der schneller ist, ist dann voll cool und hat gewonnen. Und derjenige, Wollo, der langsamer ist, der ist dann Wollo und hat verloren. Immer muss man Wollo sein. Ja, niemand will Wollo sein. Nein. Okay, und insofern, ich will sagen, das ist eigentlich ein recht einfaches Konzept. Aber okay, und die Parts sind ungefähr noch eine halbe Stunde mal lang und so weiter. Könnte ich ja, denke ich. Was man noch ganz kurz dazu sagen könnte, es sind Singleplayer-Spiele, die gegeneinander gespielt werden. Mhm. Ne? Das ist das Besondere. Genau. Wahnsinn. Ja. Aber sieht man ja bei Sonic Adventure 2. Yep. Und dem Projekt, das morgen starten wird. Oh, das wird auch super. Absolut. Okay, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal. Ab wo fangen wir an? Startbildschirm oder Menü? Im Menü. Keine Ahnung. Kann mir keine Gedanken. Moment, ich muss noch neue Spieler stellen. Wir sind gut vorbereitet. Okay, ich bin im Menü. Bist du bereit, Wollo? Hast du den ersten Spielermodus anvisiert? Da bin ich drauf, ja. Okay. 3, 2, 1, los. Alles klar. Hero an. Hero, ja, das war eigentlich klar. Puh, okay, es geht los. Das ist ein Traum. Ich bin aufgeregt. Ihr müsst wissen, der Wollo, der hat das Spiel jetzt in den letzten paar Stunden richtig geübt und ich nicht. Ich hab's damals echt viel gespielt. Also, ist es, denke ich, halbwegs ausgeglichen. Hoffe ich. Wird sich zeigen. Es ist halt ungefähr so, ich hab's vor 10 Jahren gespielt. Und vor 30 Minuten mal 2 Stunden lang. Also, schauen wir mal. Also, ich habe es ja zwischenzeitlich immer wieder mal gespielt. Ich mag das Spiel. Ich musste auch vorhin feststellen, dass das Spiel wesentlich besser ist, als ich dachte. Ich dachte mal so, aber ist geil. Und ich sehe gerade, die Videos sehen ja richtig gut aus auf der PC-Version. Ich kenne sonst nur die GameCube-Version. Wolle lustigerweise die Dreamcast-Version. Ja, ich habe es so gespielt, wie man es spielen sollte. Damn. Wie es gedacht war. Nein, die GameCube-Version war besser. Der Ciao-Modus hatte mehrere Möglichkeiten. Von dem werden wir uns übrigens fernhalten, von dem Ciao-Modus, kann ich auch mal erwähnen, weil. Nee, wer die Kiste einsammelt, ist selber schuld, weil er dann Zeit verliert nach der Stage. Es ist ein Rennen. Verdammte Scheiße, es ist ein Rennen. Und nicht wer hat den schönsten Ciao am Ende. Da wissen wir ja, wer gewinnt. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Allein das erste Level mit den ganzen Autos, die runterfallen, das ist so großartig. Die Autos, die runterfallen. Ja. Das ist ein Fehler, wenn du dagegen fährst, ne? Ist ja klar. Na und? Na gut, wenn du dir so. Ein Fehler, den ich gerne mal mache. Oh Gott, und ich sehe gerade. Ich war mal besser in dem Spiel, aber egal, ich bin recht optimistisch. In den Knuckles Stages bin ich nämlich einer der Menschen, die gut sind. Ach, er ist gut in den Knuckles Stages. Ja, und da habe ich schon gehört, dass du da so ein paar Probleme hast. Nur nein. Ich will dir jetzt keine Angst machen, Mock, aber ich war unfassbar schnell vorhin, also. Ich bin gerade ziemlich langsam. Aber egal. Ich weiß nicht, was langsam ist. Ist auch völlig egal, richtig? Weißt du, wie oft ich dieses Level damals gespielt habe als Kiddy? Das kannst du dir gar nicht vorstellen, denn ich hatte das Spiel. Es gab eine Demo zu diesem Spiel. Ja. Alter. Die war bei Phantasy Star dabei. Und ich habe Phantasy Star weniger gezockt wie die Demo. So viel kann ich dir sagen. Und da war dieses erste Level nämlich drin. Und das war geil. Oh, war das geil. Oh ja. Ich erinnere mich heute noch gerne zurück. Was für ein Phantasy Star war das? Phantasy Star Online oder? Online, ja. Alter. Dass ich aber nicht online spielen konnte. Niemand konnte es online spielen. Alter! Ich mache gerade richtige Scheiße. Na gut, mit der Dreamcast hätte man es theoretisch online spielen können. Das Modem war ja drin, das 36K Modem. Stimmt, und ich habe da gehört, dass du da ein paar Autovideos geschaut hast auf dem so Dreamcast. So eine Art, ja. Nee, aber Videos nicht, nur Bilder. Nur Bilder. 36K, Mock. 36K. Vielleicht war es ja ein Video, das man heutzutage eher als GIF bezeichnen würde. Boah, hätte ich ein GIF gefunden, wäre ich ausgerastet. So realistisch. Machen wir uns mal nichts vor, ey. Die bewegen sich. Ich war klein. Ist okay. Alter, ich mach grad. Oh Gott, ich stelle mich gerade echt nicht gut an. Das macht mich ein bisschen traurig. Ich weiß leider nicht, was bei dir nicht gut bedeutet in diesem Spiel. Das ist so. Echt schlecht. Da weiß ich auch nicht, was es bedeutet. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wann man hier in diesem Spiel gut ist. Was? Okay, ich falle gerade das Gebäude runter. Okay, dann bin ich weiter als du. Ja, das ist schon klar. Ich stelle mich auch voll scheiße an. Das ist das Problem. Alter, ernsthaft!
Oh Gott, Sonic, was machst du da? Ich glaube, ich schieb die Schuld auf die PC-Version. Komm damit gerade nicht so klar. Das macht mich ein bisschen verrückt. Alter, was? Mock braucht einen Gamecube-Controller, das ist ganz klar. Ohne Gamecube. Ich hab verloren, Wollo. Es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Ich hab einen Checkpoint verpasst, jetzt bin ich wieder Alter. Ich hab auch einen Checkpoint verpasst, aber ich. Aber ich bin gestorben. Ach, du bist ein Noob. Mock, jetzt mach das Rennen noch spannend. Was ist denn los mit dir? Ich versuch's doch. Aber irgendwie, es läuft gerade nicht. Ihr sollt doch nicht alle gleich abschalten am Anfang, weil so, Wollo hat gewonnen. Wollo wird nicht gewinnen. Ist nur das erste Level. Ich meine, da kommt noch ganz schön viel Scheiße, ne? Ja. Die Nugget-Stages. Die entscheiden über Leben und Tod, würde ich sowieso sagen. Stages sind auch ziemlich übel. Alter. Ist halt die Frage, ne? Da kann man Glück haben, da kann man Pech haben. Je nachdem, wo die Teile spawnen. Das ist eigentlich nicht fair, wie ich so drüber nachdenke. Ist überhaupt nicht fair, das ist das Gute daran. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sonic hier gerade überhaupt nicht das macht, was ich von ihm will. Das gefällt mir nicht. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich das Feeling, dass er total das macht, was ich will. Also, dass es echt gut ist. Und ich kann diesen Boss nicht. Du kannst den Boss nicht, Nein, ich kann nicht falsch machen, Mann. Ja, ich kann ihn besiegen, aber ich kann ihn nicht schnell besiegen. Ich brauche ewig. Der macht mir die ganzen Kisten kaputt und ich kann dann nicht mehr von den Kisten aus angreifen. Das ist so das Ding. Ja, sei doch froh. Ja. Also, mit dem Boss habe ich kein Problem, wenn ich noch in meiner alten Form wäre. Aber ich finde meine alte Form zurück, hoffe ich. Denke ich. Ich habe übrigens vor nicht allzu langer Zeit Sonic Adventure 1 ein bisschen gespielt. Mann, das ist echt kein gutes Spiel. Nee. Den kann man doch auch in der Luft treffen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Das kann ich nicht. Das war eigentlich, das ist auch eine lustige. Fuck! eine lustige Geschichte. Du weißt doch, in. Oh Gott. Sonic Adventure 1 war es ja so, da gab es ja einen Charakter namens Big the Cat. Ja, der Angeltyp. Der bei den Leuten nicht so beliebt war, um es freundlich auszudrücken, weil er ein Trottel ist und da war er gerade. In jedem Level aus Sonic Adventure 2 gibt es einen Big the Cat. Das ist wie mit den Luigis aus 3D World. Easter Egg. Ja, ich habe gerade den ersten gefunden. Boah, voll geil. Mensch, liebe Kinder zu Hause, schaut doch mal, wie viele Big the Cats ihr finden könnt. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wir freuen uns drauf. Hallo Welt, hallo Achievement. Achievements? Klar, das ist ein Steam-Spiel, Mann. Krieg die gar nicht mit, egal. Du hast ja schon vorher gespielt, du hast. Ich hab keine bekommen. Hä? Okay. Hast du das erste Level fertig? Mhm. Oh nein, du bist jetzt beim Boss. Ist auch noch beim Boss? Ja. Ist definitiv zu lang, Wollo. Ich muss ihn noch einmal treffen, ich bin seit 1 Minute 37 beim Boss. Das ist echt nicht gut. Aber jetzt ist er tot. Wow, bei mir hat er jetzt angefangen. So kann es nämlich gehen. So kann es nämlich gehen, liebe Freunde. Das bleibt spannend, das bleibt lustig. Lustig bleibt sowieso. Hoffen wir mal. Es war ja bisher noch nicht wirklich lustig. Nee, ich muss mich zusammenreißen, dass ich in der Sequenz nicht Start drücke. Naja, das ist hart, aber hab einen nervösen Finger. Ach was, bei dir ist alles nervös, Wollo. Bei dir ist immer alles nervös. Ich meine, die Leute wollen ja auch die Sequenzen sehen, oder? Also, das ist ja auch. Ja, selbstverständlich. Das sind heiße Sequenzen, das ist eine krasse Story, das willst du mitkriegen. Ist einfach so. Vor allem mit Rouge der Fledermaus, da gehen die Leute ab, sag ich dir. Boah, die ist aber auch. Hab Bilder im Internet gesehen. Ist aber auch ein heißes Gerät. War für mich aber auch, glaube ich, als junger Typ, dachte ich mir auch so, so eine Fledermaus, da kann Batman schon einpacken. Da war so der Punkt, wirst du jetzt ein Furry oder nicht? Oh Gott, hab mich dagegen entschieden. Hab eine Minute für den Boss gebraucht. Oh, du bist so gut, Mark. Du bist so gut. Ja, das sind 37 Sekunden für mich. Du bist zum ersten Level gestorben, du Idiot. Willst du von mir? Ja, und ich habe einen Checkpoint verpasst. Das war echt uncool. Ich bin auch gerade wieder so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Herzklopfen, weil das ist dieses Scheißrennen. Man will es halt echt nicht verlieren. Es macht einen fertig. Das ist immer so. Man denkt sich vorher, ja, wird schon klappen. Aber sobald du dann Competition-Modus hier bist, dann ist das. Oh! Naja, ich mein, aber wenn du dann auch noch einen Checkpoint verpasst und im ersten Level stirbst, dann. Ich sag's dir, ihr habt da so ein Kribbeln im linken Arm. Weil das Schlimmste ist. Weil das Schlimmste ist. Der zweite Level ist gleich Nuggets-Level. Oh. Das ist super. Das habe ich nämlich damals, ich habe das Level so oft gespielt. Ich habe da mit Knuckles habe ich da immer die Vögel für den Chao-Garten gesammelt. Oh Gott. Auch insgesamt, ich kenne das Level gut, das Knuckles-Level. Aber ich höre das von allen Leuten, dass sie in diesem fucking Chao-Garten rumgehangen haben. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der das doof findet. Mit allen Leuten meinst du Ricky und mich, oder? Richtig.
Viel mehr Leute reden nicht über dieses Spiel. Das stimmt, aber das sind alle Leute und alle 100% der Leute reden über den Shadow Garden. Ja, von daher, da kann man jetzt eine Meinungsumfrage machen in den Kommentaren. Die werden auch sagen, ja, doch, den Shadow Garden, ey, boah, 8000 Shadows hatte ich. Ja, man hat nicht viele, aber man hatte einen elitären Shadow. Das war schon super. Ja, wie auch immer. Dass man die nicht online kämpfen lassen kann, sonst würde ich sagen, machen wir daraus auch was. Wollte gerade sagen, dass das Pokémon-System, ne, das wird sofort finden. Ja, ich weiß nicht, das ist mehr das Tamagotchi-System, weil man muss sie ja füttern und pflegen und dann, okay, aber sie können sich dann auch einmal entwickeln. Du möchtest ja Pokémon draus machen, indem du noch Online-Kämpfe einbaust. Ja, die können sich gegenseitig bei Kung-Fu auf die Fresse hauen. Tamagotchi-Kämpfe, Fun Fact, Digimon war früher, das waren früher Tamagotchis. Die man aneinander stecken konnte. Und dann haben die gegeneinander gekämpft. Ha. Das habe ich real-life-mäßig gesehen. Alter. Ist das geil? Das war mein Alter. Alter. Alter, ne? Das ist richtig lange her. Da war ich in der 5. Klasse. Ich erinnere mich noch daran, als die Serie angelaufen ist. Das war eine gute Serie. Ich habe die erste Folge damals geil, gesehen. Geil, ey. Richtig geil. Ich habe es auch gefeiert. Die Pokémon-Serie war dagegen immer scheiße. Nee, die hab ich erst auch richtig abgefeiert. So richtig, richtig, richtig abgefeiert. Da fällt mir was ein. Hast du mal eine von den Sonic-Serien gesehen? Da gibt's ja so viele. Ich habe eine, ich glaube, die ganz alte habe ich mal gesehen. Ich hatte als Kind. Mit Chili Dogs! Boah, das kann sein. Ich hatte als Kiddie mal zwei, drei Comic-Hefte von Sonic. Gab's ja das Sonic-Magazin. Ist übrigens das am längsten laufende Videospiel-Comic-Bandzeug der Welt. Morg? Ja? Ich habe für das Nuggets Level 54 Sekunden gebraucht. Alter, da komme ich nicht ran. Ich glaube auch nicht. Rang A. Ja, das ist wieder die Sache mit den Nuggets Leveln und sowas. War doch gerade ein Emerald. Glück ist mit den Dummen. Da ist doch einer rumgeschwebt, oder? Sag mir nichts, habe ich mir nur eingebildet. Ich hab's mir nur eingebildet. Bullshit! Ich hatte echt Glück. Ich hab die sofort gesehen. Also die hingen da einfach an der Wand und. Natürlich, das ist halt manchmal so. Das ist die Scheiße daran, weil bei mir ist jetzt gerade gar nicht. Bei mir hat's noch nicht mal gepiept bisher. Das freut mich. Komm schon, Spiel. Enttäusch mich jetzt nicht. Das Problem ist, ich kenne halt sogar die Verstecke, wo die eigentlich so in der Regel sein können, ungefähr noch. Okay, ich nicht. Da bist du mir. Oh, Amy ist in Gefahr. Scheiße. Nicht Amy! Doch! Aber ich glaube, Tails greift ein. Gut gemacht, Tails! Oh, Gott sei Dank, ey. Ihr piept nichts. Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum Sonic sie nicht heiratet? Ich würde sie heiraten. Ich hätte sie geheiratet, wenn ich Sonic wäre. Sonic ist doch 14 oder so und Amy ist 11 oder so. Das ist so okay. Das sind 3 Jahre Unterschied. Irgendwann sind die 23 und 20. Dann würdest du ja auch nicht sagen, oh mein Gott, Amy ist zu jung. Ich möchte nicht über sowas reden. Ja gut, 13 und 11 ist natürlich. Ist mir auch egal. Für mich haben die kein Alter. Das sind Videospiele. Sag das mal dem Internet. Hab ich gerade. Mit den ganzen Fanfictions. Oh Gott, Fanfiction. Gibt's von dir Blonic eigentlich Fanfiction? Bestimmt. Ja, es gibt eine von Keggy und mir. Oh Gott, oh, mir kribbelt's jetzt schon. Nee, oh Gott. Es war ein entspannter Picknicktag. Oh Gott. Oh Gott, nein, oh nein. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Alter, ich habe ja gesagt, ich weiß, wo die Emeralds sind. Doch, der fliegt da rum. Hast Bullshit. Du schon? Hast 2 Minuten, 10 Sekunden. Für das Ganze? Ja. Ah, scheiße, er ist fertig. Am Anfang, da habe ich gesehen, dass einer um dieses Windteil herumfliegt. Da dachte ich mir, habe ich geschaut, da hier nicht mehr gesehen, dachte ich mir, war wohl nur Einbildung. Da waren die erst 30 Sekunden und dann habe ich die oben 2 schnell alle geholt und dann, ja, hat der mir unten gefehlt. Der ist doch da rumgeflogen. Der war ein bisschen fies. Ich hatte ja jetzt kurz Hoffnung, dass du mir sagst, ich habe jetzt den ersten. Nein. Oh, das wäre so schön gewesen. Prison Lane. Oh Gott, Prison Lane, muss ich da jetzt nicht gegen Eggman kämpfen? Ja, du musst gegen Eggman kämpfen, siehst du genau. Warum bin ich eigentlich so unprofessionell und fange bei den Monomons immer an, einen Schluck zu trinken? Das hast du auch im Smash Bros. Part gemacht. Echt? Ja, da dachte ich mir auch, was ist mit dem los? Will der mich verarschen, oder was? Ja, ich weiß nicht, wieso trinkt der jetzt?
während der Charakterauswahl, weißt du, wir machen Charakterauswahl und ich höre so, wie er genüsslich da zum Glas greift und höre so, okay, ist ja nur mein Part, ist okay, machen wir weiter so. Sehr schön. Aber wirklich so. Das sind die professionellen Menschen, das ist okay. Naja, okay. Das hat seinen eigenen Charme. Ja. Oh, ich will nicht gegen Eggman kämpfen, der ist so lame. Der ist so richtig leicht. Dr. Eggman! Der wird doch nicht schwerer, das ist das Problem. Den kann ich sogar schnell besiegen. Und ich stehe einfach vor ihm und hämmert auf B. Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich Angst hatte, dass der zurückschießen kann. Schießt ja auch zurück, aber... Ja, man hat so viel Energie. Down, 16 Sekunden. Oh fuck, da habe ich länger gebraucht. Weil ich das nicht wusste. Und er hat mir nicht mal die Hälfte abgezogen. Der ist halt echt kein schwerer Gegner. Mann, das ist nicht gut, Morg. Ey, reiß dich mal ein bisschen am Riemen. Ich wollte eigentlich nach dem ersten Part so richtig schön in Führung gehen, um dann heftigst zu verkacken. Ja, du warst in den ersten beiden Leveln auch sehr viel schneller als ich. Nur bei den Bossgegnern war ich schneller. Ja, weil du sie kennst. Du kennst sie besser. Das ist das Problem. Mhm. Da merkt man dann doch, dass ich das ein bisschen raus bin aus der Materie. Aber das scheint bei diesem Spiel kein großes Problem zu sein. Also mein Probelauf war ich gut. Ja, ist auch kein schweres Spiel, nein. Nö. Das ist kein schweres Spiel. Gegen Ende, wenn man beide Stories geschafft hat, dann kommt ja eine dritte noch. Also eine Zusatzstory dann. Und die ist dann schon so ein bisschen, die hat schon ihre Ecken und Kanten, könnte man sagen. Also Leute, freut euch auf den Zusatz. Der wird Spitzenklasse. Und das Finale ist großartig. Oh, das Finale ist richtig geil. Die Musik war da immer geil. Da bin ich immer extra lange drin geblieben. Mich das kann man nicht lange drin bleiben, da geht einem die Luft aus. Ja, aber so lange wie es ging. Oder so. Das Ding davor, wo man rumfliegt. Ja, ja, sehr gut. Muss nicht gleich rumschreien. Ja, ich weiß, es ist immer so. Mann. Ja, Wollo, das ist immer so zickig. Ich erinnere mich da halt so dran. Das ist halt auch ein bisschen, hey, bin schon ein paar Jährchen, hab schon ein paar Jährchen noch einen Buckel. Na, ich erinnere mich an das Finale, aber gar nicht mehr so viel. Boah, ich hab das Finale als Let's Play gesehen letztens. Oh nein, ich habe das Let's Play nicht weitergeguckt, dass ich weitergucken wollte. Das wird sich heute rächen. Ich weiß, ihr müsst wissen, Wolle wollte sich so einen Sonic Adventure Pro-Typen, einen, den ich überhaupt nicht leiden kann, mit einem Mii als Avatar. er wollte sich Wolle da was anschauen und dann hat das irgendwie nicht angeschaut. Nee. Wollte sich mir ein paar Pro-Tricks abholen. Also ich sag mal, soweit wie wir heute spielen, habe ich die Pro-Trips drauf. Trips, Shit. Die Pro-Trips natürlich. Und ja, naja, wobei, ich kann sie nicht nutzen. Was soll's. Wundervoll. Mhm. So lobe ich mir das. Bist du eigentlich mit der Tail-Stage schon fertig? Yep. Die Sequenz läuft gerade. Kacke. Ich bin gerade beim Fahrstuhl. Bis weit hinten, Mog, bis weit hinten. Ja, aber es liegt nicht an der Tailstage. Ich habe hier keine Sekunde verschwendet. Okay. Ich vielleicht schon. Mir ist das scheißegal, wenn ich hier Schaden nehme. Alter, wie gehst du ab? Entspann dich mal. Ich spiele das Spiel eigentlich voll gechillt. Ich lieg hinten, Mann. Ich kann nicht gechillt spielen. Du musst es ja wissen. Du lagst auch schon mal hinten in 3D-World. Einmal. War ein großartiger Tag. Ach ja. Boah, sind die Sequenzen lang. Ist ja der Wahnsinn. Ja, und die sind voll dumm, wenn du es ja mal durchliest, was sie sagen und sowas. Und es reicht eigentlich, lies nur durch, was sie sagen. Das ist dumm. Es geht. Jetzt nehme ich langsam zu viel Schaden. Egal. Damit muss ich umgehen. Ich glaube, ich wurde einmal getroffen. Ja. Oh, Metal Harbor. Das ist eigentlich ganz cool. Oh, das ist ein super Level. Endlich wieder schön mit Sonic spielen. Mhm. Hier darf ich nicht vergessen. Da schön, kann ich auch gar nicht vergessen. Sonic spielt, da kann man dann auch wieder immer schön verkacken. Ach fuck, du hast ja vor kurzem, du hast ja im heute... Im Dschungel, Alter, im Dschungel habe ich einige Dinger verkackt. Also das da kann sich schon aber leicht verlaufen. Verlaufen? Klar. Ja, verlaufen habe ich mich da nicht. Es gibt halt sehr viele Wege, die man im Dschungel einschlagen kann. Okay, und jetzt sind meine Leben langsam sehr niedrig, aber egal. Noch gar kein Leben verloren. Aber hey, aber ich habe auch nur 5. Light Shoes. Wundervoll. Alter, Tails-Level! Zieh dich nicht so in die Länge! Du bist noch nicht mal bei der Sequenz? Ja, okay. Das ist voll lang, das Level. Das Schlimme ist, man kann hier ja halt auch nichts schneller machen. Nee, leider nicht. Da ist der Ring, yay!
Okay, danke, Tails. Ich mag Tails ja nicht. Ich halte Tails für den Idioten. They did it! Halt die Fresse, Tails! Ja, ich fand ihn eigentlich immer ganz liebenswürdig. Ist halt so ein kleiner, lieber Junge, ne? Ich mag keinen. Ein richtig netter. Und du bist eigentlich auch so ein richtig netter. Erinnert er dich an dich, Wollo? Warst du auch mal so ein kleiner, netter Junge? Ich bin immer noch so ein kleiner. Hast du gesagt, I did it! Während ich das Spiel gespielt habe. Ja. Weiß nicht, was du hast. Also ernsthaft. Lass mal den Arm in Ruhe. Hast du in dem Spiel eigentlich mal versucht, die 100% zu machen? Ach, bist du denn? Ich habe früher nichts versucht mit 100%, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt, dass man Spiele zu 100% durchspielen kann. Das wusste ich nicht. Alter, das bei dem Spiel ist es richtig schwer. Du musst da so viel machen. Das ist so schlimm. Ich dachte auch früher, dass man bei Super Mario 64, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch 120 Sterne geholt hat. Ich auch nicht. Ich hatte dann von einem Freund, der hatte einen N64 und da sein großer Bruder hatte da die 120 Sterne. Das war wahrscheinlich total, boah, ey, oder? Ich hab mir gedacht, Alter, und dann habe ich die Nachricht von Yoshi, ich habe mich aufs Dach geschossen, die Nachricht von Yoshi gelesen und hat da geschrieben, ja, hey, da gibt's noch ein paar Änderungen, habe ich mir gedacht, wow, was wird da wohl neu sein? Ja. Ich glaube, die einzigen Änderungen sind doch, dass, weiß man, beim Dreifachsprung dann ganz toll Glitzer funkelt. Tut man und das? Und der Pinguin ist fett. Der Pinguin ist fetter, ja, auf der Rutsche. Das ist richtig. Ich glaube, das ist auch groß und ganzen das Wichtigste. Ja. Metal Harbor, yay! Ich bin gerade bei Shadow. Alter. Na? Wie gut bist du bei den Shadow-Kämpfen? Ich habe ihn vorhin ohne Gegentreffer besiegt. Shit. Kann natürlich auch sein, dass es gleich nicht klappt. Lass mich überraschen. Das klappt immer. Das klappt immer? Ja, es ist der Kampf gegen Shadow. Der ist halt echt nicht schwer. Allgemein die Bosskämpfe in dem Spiel. Bis auf die gegen den richtigen Boss. Ich hab mich treffen lassen. Richtig lame. Richtig, richtig lame sind die. Hey, Superschuhe. Light Shoes. Großartig. Oh, Shadow, Alter. Dreh ich doch mal um. Zweiter Treffer gegen Shadow. Einen muss ich noch. Und... Ah, Gott, dieses Level hier ist großartig. Metal Harbor. Oh, der Dschungel, der kann mich vielleicht gleich Game Over machen. Das... Ach, was. Oh nein! Schack, fuck! Schack. Ich bin runtergefallen. Ja, da kann man schon mal runterfallen gegen Shadow. Das ist das Problem. Oh, das Kampf ist an sich nicht schwer, aber du kannst runterfallen. Es lief vorher so gut. Das ist... Oh, das war ein geiler Treffer. Aber egal, jetzt hast du einmal verkackt und jetzt ist vorbei. Jetzt wird's nur noch schlechter. Ich habe ihn besiegt. Ja. 16 Sekunden. Ja, wow, großartig. Ja, wird nur noch schlechter, wie gesagt. Mhm. Ah, ja. Jetzt kommt nicht der Dschungel. Doch. Ich habe gehört, dass du da mit dem Dschungel so deine Probleme hast. Manch einer würde das sagen, ja. Ich glaube, ich habe da beim letzten Mal 5 Leben verloren oder so. Ein Problem. Da gibt's Stellen, wo man runterfallen kann, ganz fies. Mhm. So, weg mit der Rakete. Ach, jetzt geht's ja sogar noch. Oh, das Level ist so großartig. Ich mag Metal Harbor. Allgemein, die Sonic und Shadow Level sind in dem Spiel wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Die anderen, Knuckles und Bruce, sind. Anfangs sind sie okay. Und ja. Tails und Eggman sind sowieso richtig kacke. Weil die sind viel zu stark und voll träge. Es ist halt auch langweilig, weil das ist halt immer das Gleiche die ganze Zeit. Und das ist es bei Sonic zwar auch, aber bei Sonic macht das Gleiche Spaß. Und bei nein, da hast du noch andere Dinge. Also, da ist das Gameplay umfangreicher. Rang E, oh yeah. Alter, wie gut du bist. Mhm. Ich freue mich schon, das Gameplay von dir zu sehen, das wird super. Ja, Spitzenklasse gut. Ich glaube, ich komme mal langsam ein bisschen rein ins Spiel. Ja, ich bin ganz froh, dass ich es vorhin gespielt habe, muss ich zugeben. Sonst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe bisher eigentlich auch nur der eine gravierende Fehler, okay, nur das in der Knuckles-Stage, unverschämtes Glück. Aber ansonsten habe ich nur den Fehler wirklich in der ersten Stage gemacht. Also ja. Das ist das Problem, wenn es wieder anfängt mit Fehlern. Ihr müsst wissen, das Problem ist bei mir, ich mache immer irgendwelche Fehler. Oder im Fall von Super Mario Land gibt es eine Stelle, die ich nicht schaffen kann. Ach, wir haben uns übrigens darauf geeinigt, dass wir in keinem One-on-One auf andere One-on-One spoilern. Ach, bitte. Wir versuchen es zumindest. Ich glaube,
Ja, Cornel hat es im anderen Projekt auch gemacht. Ja, er hat auch was gespoilert, aber danach haben wir gesagt, oh, hohoho, das machen wir aber nie. Mal gucken. Wie machen wir das eigentlich mit den 30 Minuten? Drücken wir dann einfach Pause und machen an der Stelle weiter? Gut, dass wir das vorher nicht geklärt haben. Wir machen dann, wir starten das Level nochmal neu. Neu? Oh, ich hab... Ja, in dem, wo wir gerade sind, wenn die 30 Minuten vorbei sind. Boah. Jeder muss dann sein Level neu starten. Okay. Das kann übel werden bei Knuckles, aber bei den 100 Münzen bei Super Mario 64 ist ja auch so. Oh, ich bin auch jetzt im Dschungel. Jetzt schon? Ja. Hab aber gegen Shadow einmal verloren, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich einfach nur A spammen muss. Dachte mir, ich muss ein bisschen vorsichtig vorgehen. War eine dumme Idee. Okidoki. Ich glaube, ich bin mit dem Dschungel fast durch. Es dürfte nicht mehr so weit sein. Ich habe den Bungee-Jump schon hinter mir. Und daher... Na, dann hast du es bald geschafft. Aber am Ende kommen dann noch die paar Teile, die runterfallen. Ja, 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 ja. Da hatte ich beim letzten... Ja, da bin ich gerade. Da hatte ich beim letzten Mal Glück. Weil ich gar nicht weiß, was ich da... Scheiße. Ach, da kann ich auch hin. Mist, das wusste ich nicht. Okay, ich bin tot. Wundervoll. Bin auch ganz begeistert. Ja, ja. Mhm, ich auch. Fuck! Ich muss sagen, dieser Coin Dash, der funktioniert hier nicht so gut, wie er erhofft. Nein. Man hat hier 8 Minuten Zeit, meine Fresse. Frag mich, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Ich glaube, dann fliegt die Insel in die Luft. Und du bist noch drauf. Das passiert genau das gleiche wie... Also die Sequenz kommt einfach. Oh, das ist nett. Geh da dran! Oh Mann! Ich kann diese Stelle nicht! You're too slow! Ich Ach, Sonic-Sprüche. Ich weiß halt nicht, was ich da tun soll so richtig. Ich hatte beim letzten Mal einfach Glück. Du brauchst Chili Dogs. Chili Dogs! Oh, mit Chili Dogs wird es bestimmt gehen. Hast du mal einen richtigen Chili Dog gegessen? Nein, aber ich hätte jetzt voll wieder. Bock drauf. Oh, ne, gibt's im Schlaraffenland. Kennst du Schlaraffenland? Nein. Natürlich nicht. Gibt's, glaube ich, nur bei uns. Aber die verkaufen... Okay, danke, dass du deine Welt mit mir teilst. Hallo. Die verkaufen Chili Dogs. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Okay, und die sind zu scharf für dich. Alter. So richtig kacke scharf. Brennt dir das Maul weg. So, ich hab's geschafft. Bin so ein Held. Ich hab nur 3 Leben dabei verloren. Echt? Oder 2. Ja, 2. Ich glaube, ich bin auch relativ kurz vorm Ende. Hoffe ich. Okay. Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Wir sind übrigens bei knapp 26 Minuten. Und ich meine zu wissen, ich weiß gar nicht, wie lange diese Stage kommt ja, jetzt, oder? Und ich weiß nicht, wie lange die Sequenz jetzt ist. Ja, ich glaube, bei mir wird das jetzt das letzte Level, das ich schaffe. Du kannst vielleicht noch das andere schaffen. Fuck, Sonic! Gott, das Rennen funktioniert ja teilweise in diesem Baumteil nicht so richtig. Okay, man kommt sofort in die Stage. Oh, ich bin jetzt auch beim Bungee-Sprung. Oh, wenn ich die Knuckles-Stage jetzt schaffe, ne, und du nicht. Oh, wäre das geil. Oh mein Gott, wäre das geil. Wo könnte... Hm. Dann würde es gut für dich aussehen. Ah. Ansonsten habe ich realistische Chancen, noch aufzuholen. Wo ich übrigens ganz und gar nicht abgeneigt wäre. Hast du sowieso. Was? Chancen aufzuholen? Ja, natürlich. Bitte dich. Ich kenne auch unter den Anfang von dem Spiel halbwegs. Du wirst sehen, jetzt, ja, jetzt falle ich da runter. Der von 4 Schädeln bewachte Grabstein. Hm? Du hörst dir die Tipps an. Ja, im Zweifelsfall. Meine Fresse. Ja. Hilft mir halt nichts, ne? Voll der Lamer, der Bollo. Voll lame. Ja. Ich will gewinnen. Leute, ich werde jetzt auch Probleme haben mit diesen Teilen, die hier runterfallen. Na, Church Mount. Fuck! Ich sag doch, das ist schwer. Der Spin Dash endet nicht richtig. Ja, richtig, Mock. Da gebe ich dir 100%ig recht. Da ist er. Gott, ich hasse es gerade. Ich verliere hier zu viel Zeit. Vogelscheu. Gut. Ja, gut, du schaffst deine Scheiße eh nicht. Ist das Pumpkin Hill? Ja. Oh yeah. Fuck! Was ist das? Das ist Musik in meinen Ohren. Geh Game Over, Mann. Warum aimt er die Trampoline nicht an? Ja, da muss man ziemlich genau treffen. Das ist halt schwer. Das ist dumm. Ich sag doch, dass die Stelle schwer ist. Mann, ich bild mir das doch nicht ein. Nur weil ihr wieder alle glaubt, ich bin dumm. Ist mir schon klar, dass die Stelle schwer ist, Wollo. Es ist mir schon klar! Okay. Ich gehe gleich Game Over. Ich raste aus.
Wenn ich hier im Over gehe, dann habe ich verkackt. Diese eine Stelle. Okay. Muss mich zusammenreißen. Wer soll er sein? Ich sehe ihn nicht. Fuck, wo bist du? Oder so. Ich bin Game Over. Das ist ja lustig. Alter. Alter, pisst mich das gerade an. Fuck, ich sehe ihn. Forest, ich habe eh keine Zeit mehr dafür. Ich sehe nicht. Oder habe ich noch Zeit dafür? Nein, habe ich nicht. Cool. Wie soll ich das am Ende schaffen? Ich kann die kaputt machen. So eine Scheiße. Wie lange geht jetzt? Der Wart noch. Eine Minute. Yay. Aber ich schaffe das ja auch nicht. Müsste ich schon scheiße viel. Oh. Es leuchtet grün. Es leuchtet rot. Komm schon. Oh, please. Danke, du Pisser. Jetzt. Was? Nein! Oh Gott. Ja, ich schaff's nicht. Mog, bist du noch da? Ja. Oh Mann, ich sehe ihn nicht. Ich habe nur die eine Stelle aufs Übelste verkackt. Ich glaub nicht, dass ich. Alter, ich hätte aufholen können, aber nein, ich verkack wieder. Das ist gut. Das ja! Ist... Ich hab ihn! Hast du das Level geschafft? Ja! Gut. 4 Sekunden vor Schluss. Wundervoll. Ja, bin ich begeistert. Dann war es das für den ersten Part. Und Mock ist gut gelaunt, ich auch. Und sehen wir uns wieder, wa? Ja? Nein? Okay. Tschüss. Ciao.